Schreibtisch, Zimmer Nummer 4. Da sitze ich in meinem Polizeirevier, wälze Akten und Ordner, befolge jede Tat. Ich bin Oberschutzmann Eggerhard, Schmunzelbart. Mein neuer Fall, der beschäftigt mich sehr. Von Anfang an tu ich mich schwer. Ein Raub in Tante Emma Laden. Jemand klaute Kisten mit Schnaps und Wurst beladen. Ich schmunzel Bart, hab gar keine Spur. Wie finde ich den gemeinen Räuber nur, wenn ohne Erfolg noch mehr Zeit vergeht? Tante Emmas Laden vor mir ihm bald steht. Doch ich habe einen Plan. Ruf meinen Freund, den Kasperl, an, der mir sicher helfen wird. Denn mit Zettel und Bello, da sind wir schon zu viert. Hallo, hier ist der Bamberger Kasperl. Wer spricht? Schmunzelbart, du bist's. Was kann ich denn für dich tun? Was? Bei der Tante Emma wurde eingebrochen. Wurde was gestohlen? Na klar, helfe ich. Ja, und Seppel und Bello bringe ich auch mit. Die sollen den Räuber auch mitsuchen. Wo treffen wir uns? Alles klar, dann bis gleich, Schmunzelbart. Räuber fangen liegt mir sehr, fällt dem Kasperl gar nicht schwer. Mit Hilfe meiner Kinderlein fang ich locker alle Räuber ein. Räuber fangen liegt mir sehr, fällt dem Kasperl gar nicht schwer. Mit Hilfe meiner Kinderlein fang ich locker alle Räuber ein. Gleich macht Kasperl sich auf den Weg in den Wald über Stock und Steg. Er sucht den Räuber bergauf und bergab. Und wenn er ihn dann gefunden hat, steckt er ihn gleich in einen Sack und trägt ihn sofort Huckepack. Flugs zu mir ins Spritzenhaus, da schaut der Räuber grimmig aus der Zelle raus. Räuber fangen liegt mir sehr, fällt dem Kasperl gar nicht schwer. Mit Hilfe meiner Kinderlein fang ich locker alle Räuber ein. Räuber fangen liegt mir sehr, fällt dem Kasperl gar nicht schwer. Mit Hilfe meiner Kinderlein fang ich locker alle Räuber ein. Komm, Schmunzelbart, wir gehen Brotzeit machen.